der verschiedenen Biersorten. Azubine Dani und Mimi stehen direkt frontal vor mir, haben die Augen verbunden und jeweils drei kleine Gläser mit Bier vor sich. Und direkt daneben ist der Vorstand der Hofbrauhaus Hatz AG, der Dr. Thomas Hatz. Dr. Hatz, wie läuft das jetzt ab? Was wird gemacht? Blindverkostung bedeutet nun tatsächlich, dass man die Biere nicht sieht. Und es ist schade, dass die Zuhörer das nicht sehen können, wie die beiden Damen mit Geschirrtüchern verkleidet wurden. So, liebe Mädels, Dani, Mimi, ja. Sie nehmen jetzt bitte das erste Glas, riechen, Nase ist ganz wichtig, riechen, okay. Dann schmecken und dann versuchen zu erklären, welches Bier, welche Sorte das ist. Ja, schon, natürlich ein Schluck, nicht nur Lippen. Also, riecht nach Rotwein. Nach bekannt, schmeckt auch sehr lecker. Beschreiben Sie den Geschmack einfach mal dann. Ganz schwierig zu beschreiben, also es schmeckt nicht sehr, nicht stark, aber ich kenne dieses Bier, ich trinke das, also ich würde... Weiß nicht, oder? Nee, ich würde sagen, es ist ein Pilz. Ich glaube, es ist ein Weizen. Weil es ist irgendwie so schaumig im Abgang. Schaumig im Abgang ist natürlich toll. Aber sehr schön, Dr. Hatz ist natürlich auch von Azubine Dani. Ich kenne dieses Bier. Ich bin mit dem Bier befreundet. Wir spielen ab. Es heißt Horst. Ja? Ja. Nein, also, mein bester Freund, aber es ist kein normales Pilz. Also der Tipp von Azubine Dani ist Pilz. Und Milli sagt, was hast du gesagt? Ich sage, es ist ein Weizen. Es ist ein Weizen. Was für ein Weizen? Kristall oder Hefe? Kristall. Also ich glaube, wir lösen jetzt mal das Rätsel auf. Ja, natürlich. Ist beides falsch gewesen, meine Lieben. Oh, es ist ein Export und mit dem Export, mit der Sorte Export haben wir auch angefangen, weil das ein lieblicheres, ein milderes, ein malzigeres Bier ist. Genau, mild hat es geschmeckt. Ja gut, Dani, lag nicht so ganz falsch. Okay, so, dann nehmen wir das nächste. Wir mal ein ja, direkt das nächste, das war schon mal 0 Punkte. Das war schon mal 0 Punkte. So. So, jetzt das nächste. Hier riechen, genau. Und es riecht stärker. Was heißt stärker, Dani? Es riecht alkohollastiger, glaube ich. Das ist gut, dann probiere ich mal. Es ist süßlich, riecht es auch. Oh, das ist bitterer als das erste. Das ist richtig, das ist bitterer. Sehr gut, es ist bitterer. Schmeckt was auch ist es dann wohl? Ein Hefe? Ja. Ein Pilz, natürlich. Sie dürfen nicht zu früh Nein sagen. Oh. Die wechseln sofort ihre Meinung. Ja, das kenne ich von daheim. Ja, ja. Nein, das ist eindeutig ein Pilz. Ja, genau. Also mit bitterer Geschmack. Nein, also Dani, tut mir leid, du hast schon gesagt, ein Hefeweizen. Ja, ich habe mich nur versprochen. Nein. Dani ist mit ein Hefeweizen, Mimi. Ein sehr, sehr gutes Pilz. Mhm. Ja, passt du auch. Also so? Auch auf der Zunge so ein ganz angenehmer. Also. Es ist tatsächlich ein Pilz und man merkt natürlich, dass Mimi aus einer artverwandten Branche mal kam und da mal ihr Amt bekleidet hat. Sie hat vorhin gestanden, dass sie mal Weinkönigin war. Ich glaube eher, dass Mimi aus einer Dummler-Familie auf ihren ersten Tipp gehört hat und dann schnell nochmal ihre Meinung geändert. Ja, bin ich auch dafür. Ja. Na gut, dann gehen wir einen halber Punkt für Mimi. Immerhin. Jetzt das dritte Gläschen. Weizen. Noch gar nicht gerochen, aber getrunken, schreit schon Weizen. Das gibt dann schon 0 Punkte. Wer war das? Also das riecht nicht so stark wie das Pilz, aber stärker als das Export. Das riecht aber ganz anders als Bier. Ja, jetzt beschreiben Sie mal den Geruch und dann Geschmack. Was riecht man da ganz typisch? Hefe, natürlich. Einerseits ja. Da muss ich auch mal eine Zwischenfrage stellen. Wen habt ihr eure Schuhe an, nicht, dass der Geruch verwendet? Die Schleppschuhe an. Ja, jetzt denken Sie mal an Früchte, an Obst und riechen nochmal. Ja. An Obst? Also es riecht fruchtig. Richtig, fruchtig ist der richtige Begriff. Wie ein Apfel. Orange, ja, bananisch. Mit ja. Bananisch? Fruchtig und bananisch. Also ich würde... Ja, es ist ein Weizen. Ich würde sagen, es ist ein Weizen. Ja, welches? Ein dunkles. Ein Hefeweizen, würde ich sagen. Ein Hefeweizen, Dani und Mimi sagt ein dunkles. Damit haben wir dann 1:1. Azubine Dani hat recht, oder? Es ist ein helles, also Hefeweizen. Genau, das ist richtig. Und es ist tatsächlich so, es schmeckt lieblicher, es schmeckt fruchtig, wie wir in der Branche sagen. Man schmeckt eigentlich bei diesem Bier Pfirsichnoten, bananige Duftkomponenten. Jetzt, wenn ich sage, gell, dann? Ja, sehr genau, hat genau in Schwarze getroffen. Aber wie machen wir eine Pfirsichspeise? Also das ist doch wunderbar. Wir haben ein Unentschieden heute Morgen. 1:1 für die beiden Mädels bei der Blindverkostung der Biere vom Hofbrauhaus Hatz. Prost, Dani. Prost. Und stemmen. Ausgestreckte Arme. Die Arme durchdrücken, Mimi, die Arme durchdrücken. Ja, so.
So, jawohl, genau so durchdrücken. Also Azubine Dani hat von Anfang an durchgedrückt. Willi kriegt da noch eine kleine Zeitstrafe drauf, glaube ich. Aber die Arme zittern schon, oder? 15 Sekunden. 15 Sekunden haben wir schon. Oh. Aber da zittert schon. So, halten, halten. Azubine Dani. Das ist so schwer. Halten. So, zitter, zitter, zitter. Ja, einfach ist das Ganze nicht, das stimmt, aber sie halten alle Beine. 30 Sekunden. 30 Sekunden haben wir schon. Dani, komm, wir geben gemeinsam auf! Nein, das ist, nein. Schön Brustatmung, gell, Mädels? Nehmen die Arme durchdrücken, Arme durchdrücken. Tut weh! Rechts durchdrücken. Dürfen wir ein bisschen was ausschütten? Rechts durchdrücken. 45 Sekunden. Jawohl, haben wir schon. Mimi gibt nach, die Arme sind nicht mehr durchgedrückt und aus. Ja. Mimi hat abgewonnen. 50 Sekunden und damit hat Azubi dann gewonnen.